auch für dann Redstone und ja, Gold. Und was da auch immer da unten noch so alles rumgammelt. An Herzen, weiß ich ja nicht. Okay. Redstone-Erz haben wir. Okay. Oh Gott. Fuck. Oh Gott, hier ist das gefährlich hier unten. Hell genug, da hinten müsste es auf jeden Fall sein. Okay, gut, dann holen wir erstmal die hier und den Spaß hier ab. Also gleich mal das Erz, das uns hoffentlich den Heimweg zeigen wird. Wenn es denn geht. Alternativ haben wir natürlich ein Problem. Schon mal cool, dass da drüben die Höhle weitergeht. Weiß nicht, ob ich. Oh Gott. Ob ich es riskieren soll. Ja, großartig weiter rumzugehen in den Höhlen. Okay, sind Diamanten. Nice. Dann sind noch mal Diamanten. Okay. Geil. Ja, dann nehmen wir die auch mal mit. Und natürlich Redstone. Auch wenn es nicht wirklich viel bringt, aber wir haben es dann. Gut, also die Diamanten nehme ich gerne mit. Beziehungsweise den Diamanten, weil mehr ist er nicht. Einer irgendwie. Okay, gut, ja, nehmen wir mal so hin, weil es ist, die Dinger sind halt auch selten, weil sie sind wichtig. Von dem her respektieren wir das, dass sie so schüchtern sind und sich nicht gerne zeigen. Und ja, so gut, dann mal hier zubauen und das Redstone jetzt noch abbauen. Dann da drüben in die Höhle zu den Diamanten gehen. Okay. Schön, dass wir immer ein paar Sachen finden. Na gut, das Blöde ist halt, wenn wir die nach Hause finden, hilft uns das auch nichts. Dass wir Diamanten haben und so. Das heißt, es hilft uns auch nichts. Es hilft, also es wird uns noch zu Tode ärgern, weil wir die, wenn wir nach Hause kommen,
verlieren werden. Weil wir diesen Ort hier sowieso nicht wiederfinden. Okay, hier ist noch Gold. Okay, das ist relativ sicher hier, der Eingang. Da sollte so schnell nichts reinkommen können. Jetzt sowieso nicht mehr. Okay, dann schauen wir mal, wie viele Diamanten das da vorne dann sein werden. Das sind jedenfalls anscheinend 6 Gold. Ja. Noch mehr Redstone. Das nehmen wir einfach mal alles mal mit. Wir werden zumindest einen kleinen Vorrat haben zu Hause. Oh je, da unten ist ja Lava auch noch. Gott, hey. Das war knapp. Und ist definitiv, also hier ist es definitiv sehr gefährlich gerade. Okay. Vorteil ist, dass hier von Niyong so zumindest schon mal Lava hierher laufen kann. Nur sich hier verstecken. Schön. Wir haben auch keine Fackeln mehr davon abgesehen. Da ist der Diamant. Oh, okay, es sind mehrere. Erstes Mal den hier weghauen. Oh, da oben ist noch einer. Okay, das sind schon mal 5. Kommen wir jetzt einfach mal weiter entlang. Ja gut, ich glaube, ich lasse das mal. Wir haben einen Stick Redstone. Ach, das Redstone jetzt da oben nehmen wir aber trotzdem noch mit. Aber danach gehen wir gleich wieder hoch. Beziehungsweise erstmal schauen wir, dass wir das craften können, was ich craften will. Nämlich einen Kompass. Denn wenn wir einen Kompass haben werden, dann. Also wenn es ihn gibt. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es Sachen noch nicht gibt. Aber wenn es ihn schon gibt. Dann finden wir mit ihm immer nach Hause, wenn wir einen dabei haben. Da können wir dann große Weltreisen unternehmen. Was dann schon echt cool ist. So, dann bauen wir jetzt hier wieder nach oben. Und landen erstmal in der Höhle. Okay, wir landen hier. Das kennen wir ja schon. Schaufel, 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 Hacke. Lass mal wieder hochgraben mit dem Scheiß hier. Gut. Top. Ey.
Ich kann mir noch gar nicht erzählen, ich wollte Redstone holen. Jetzt kommen wir ja mit 5 Diamanten nach Hause. Oh, nicht schlecht. Ah, lol, warte, erstmal wollte ich ja hier. Bitte, 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 es geht. Nein! Der Moment, in dem ich feststelle, ich habe verkackt. Okay. 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 Geil. Spontane Idee, wir bleiben noch etwas in der Höhle. Und zwar relativ lange. Gut, graben wir uns erstmal wieder runter. Oh Gott, ist das jetzt dunkel. Hangen wir das mal da an jemand. Ja. Ja, oder wir. Ach nee, scheiß doch drauf. Ja, wir schauen einfach an der Oberwelt und schauen, wie jetzt wieder umschütteln wird. Ach so. Gut. Dauert noch ein bisschen, bis wir das mit dem Kompass machen können. Ungefähr einen Monat, so grob geschätzt. Beziehungsweise noch länger. Es ist toll. Die Moral von der Geschichte erst verlaufen, wenn man wieder heimfindet. Okay. Okudo, Miss Eisen. Das freut mich jetzt aber. Es ist so schön. Mehr Eisen. Toll. Ja, gut. Dann werden wir jetzt wohl erstmal die Welt erforschen. Die uns unsere Karte so hervorgegeben hat.